Du möchtest dir eine Jacke stricken, aber hast keine Lust, stundenlang nach einer guten Anleitung suchen zu müssen? Du möchtest gerne einfach losstricken, ohne dich mit dieser Anleitung ewig auseinanderzusetzen, um zu wissen, ist sie gut, ist sie tragbar, wird dir das Teil später auch passen? Oder ist vielleicht sogar letztendlich das Geld für teure Wolle zum Fenster rausgeschmissen? Hier kann ich dir helfen, denn ich zeige dir heute 5 meiner Lieblingsjacken aus meinen eigenen Kollektionen, von denen ich weiß, dass sie zum einen von Kunden schon erfolgreich nachgestrickt und getragen werden und zum anderen, von denen ich weiß, dass ich sie selber gerne trage, dass die Wollen funktionieren, die Schnitte, die Passformen funktionieren, die Tragbarkeit super gegeben ist und das eben nicht nur für die kleinen Größen, weil denen steht ja in der Regel immer alles, nein, auch für die größeren Größen, wie ich eine habe, was teilweise ein bisschen schwieriger ist, A-Linie und so weiter. Und von daher zeige ich euch heute 5 Jacken auch für große Größen. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia, Strickdesignerin seit rund 30 Jahren und entwerfe und setze ungefähr die 150 Modelle im Jahresmittel. Mal mehr, mal weniger, verteilt auf verschiedene Kollektionen. Da ich meine Kollektionen auch mit meinem Team immer selber fotografiere, weiß ich sehr gut, dass die Modelgröße, die 36, 38, die man nehmen muss, weil wenn die Sachen international, also weltweit vertrieben werden, ist das eben einfach die Standardgröße. Dass dieser Größe der Kleinen, also der 36, 38, immer alles steht. Ist ganz egal, was man denen anzieht, was die tragen. Es sieht immer alles gut aus, es ist alles unproblematisch. Aber was ist mit den größeren Figuren, mit den größeren Konfektionsgrößen, mit A-Linienfiguren und so weiter. Was steht denen? Und da zeige ich euch heute eben meine 5 Lieblingsjacken, die sich auch in dieser Hinsicht bewährt haben, für kleine und für große und die ich super gerne selber trage. Ich fange an mit der Jacke Morrigan. Ich hatte euch die schon mal gezeigt am Ende meines Raglan von oben Jackenkurses. Möchte sie aber heute nochmal zeigen, weil es ist und bleibt eine meiner Lieblingsjacken. Sie ist leicht zu stricken, auch für Anfänger. Sie ist unkompliziert zu tragen. Ich trage gerne schwarz und schlicht, also drunter und eine schöne Jacke drüber. Es funktioniert total gut mit der. Und beim Raglan von oben stricken ist es ja so, ihr könnt selber bestimmen, wie lang die Ärmel werden sollen, wie lang der Rumpf werden soll und Schmuckelemente einfügen, wie hier einen kleinen Zopf oder eine keltische Zopfmusterblende. Da kann man ja sehr viel selber variieren und wie das geht, habe ich euch im Raglan von oben Jackenkurs sehr strukturiert erklärt, so dass ihr im Prinzip nicht mal eine Anleitung für die Morrigan bräuchtet. Wer sie aber doch haben möchte, findet sie in unserem Shop. Ich habe aus einem Tweedgarn gestrickt. Und zwar aus der Kathmandu von Queensland. Das Tolle beim Raglan von oben stricken ist ja aber, dass man gar nicht auf eine Wolle festgelegt ist, sondern daneben kann, was man gerne möchte. So lang ist sie geworden, Mitte Oberschenkel. Und weil das Garn so eine schöne Struktur hat, ist glatt links außen und glatt rechts eben innen mit richtig coolen langen Ärmeln, die ich sogar hochkrempeln konnte. Und die Zopfblende ist später angenäht. Also ein sehr einfaches Modell, super tragbar auch für große Größen und leicht nachzustricken und sogar, ich habe nicht mal die Jacke ausgestellt, sondern gerade runterlaufen lassen und es passt trotzdem.
Das ist die zweite Jacke, die Brianna. Auch Brianna ist ein super Lieblingsteil von mir, obwohl sie ganz anders aufgebaut ist vom Schnitt her. Es ist eine klassische Jacke mit eingesetztem Arm, auch wieder aus einem Tweedgarn, aber das ist eher zweitrangig, denn auch auf diese Jacke passen ganz viele verschiedene Wollen, je nach Geschmack. Der Schnitt ist ganz, ganz klassisch, ewig tragbar und gerade. Auch wieder etwas länger, wie ich es gerne mag, und mit eingearbeiteten Taschen. Das Tolle ist bei dieser Jacke, die passt auch über alles drüber. Ganz egal, ob Bluse, ob Tunika, ob Longshirt, wie auch immer. Die passt zu ganz vielen verschiedenen Styles und hat ein großes Perlmuster mit kleinen Rollbündchen unten am Ärmel. Und ja, viel mehr ist dazu schon gar nicht zu sagen. Der Schnitt hat natürlich eine Armkugel, was vielleicht für Anfänger ein bisschen schwierig ist vom Einnähen her, aber das habe ich auch schon öfter mal im Livestream gezeigt. Und es gilt ja sowieso immer, Fragen stellen könnt ihr im Stream oder per E-Mail oder sogar auch per Telefon. Schöne Jacke, die ich nicht missen möchte. Wer Spaß am Musterstricken hat, ist mit Jacke Liv gut bedient. Es ist eine Langjacke. Und besteht aus verschiedenen Strickmustern, nämlich angefangen von Rippe über einen sehr interessanten Zopf, noch mit einer kleinen Drehung in der Mitte, bis hin zum Perlmuster. Liv wird gestrickt aus Stargazer Brushed, was ein Volumengarn ist mit unglaublicher Leichtigkeit. Und deshalb wiegt die Jacke in meiner Größe sogar nur 500 Gramm, obwohl ich mir immer die Ärmel länger stricke. Ich krempel nämlich lieber hinterher auf, als dass mir die Ärmel zu kurz sind. Und auch 10 cm im Rumpf länger gestrickt habe. Und ich habe sie mir auch ausgestellt, also A-linienförmig, ein bisschen an der Seitennaht zugegeben, weil ich mir hier nicht sicher war, wie sie fällt und ob sie vielleicht nicht um die Hüften herum ein bisschen zu eng wird. Das ist also sehr schnell gemacht. Einfach unten an der Seite 4, 5, 6 cm zugeben. Und dann nach oben hin zur Achsel verteilt wieder abnehmen. Liv ist richtig, richtig cool. Sie ist super leicht, super kuschelig und war vom Stricken her sehr abwechslungsreich. Ich habe die Liv schon an 18, 20, 22, 26-jährigen jungen Frauen gesehen, genauso wie auch an älteren. Es ist ein totales Allround-Talent, diese Jacke, die mit einer ganz großen Bandbreite, die man auch schön unterschiedlich stylen kann. Also einer meiner absoluten Favoriten. Swanhild ist wieder ein bisschen einfacher aufgebaut. Einfacher vom Stricken her und vom Schnitt her. Sie hat nämlich nur gerade Teile, keine Armkugel. Sie ist ein bisschen kürzer. Und hat kein schwieriges Strickmuster. Hat aber trotzdem eine ganz spannende Struktur und ein bisschen abseits von einfach nur glatt rechts, wie ihr seht.
Und bei der ganzen Schlichtheit hat sie ein wunderschönes, cooles Detail, nämlich einen eingearbeiteten Zopf zwischen Rumpf und Lende, der hier nochmal so eine schöne Rippe und Rille ergibt und ebenso an den Ärmeln. So. Swanhild, ein Moment, wo ist denn meine Wolle? Ach, da. Ist aus der ultra, ultra, ultra weichen Fortin gestrickt. Eine der weichsten Merino-Wollen, die ich kenne. Sie hat auch einen Mini-Kaschmir-Anteil, obwohl der auch für die Weichheit zuständig ist, aber der Hauptteil der Weichheit durch die Merino-Wolle kommt. Und die auch super leicht ist, denn die Swanhild in meiner Größe mit 10 cm längeren Ärmeln als in der Anleitung und 10 cm längerem Rumpf als in der Anleitung wiegt 450 Gramm in meiner Größe. Und das ist ein Fliegengewicht. Und es ist so, und damit ihr nicht denkt, ich trage immer nur grau, schwarz oder blau, zeige ich euch zum Schluss nochmal die Orthild. Orthild ist eine Langjacke, ein bisschen irisch angehaucht. Sie hat unterschiedliche Zopfmuster, die über die Ärmel laufen und am Schalkragen an der vorderen Kante her lang über die gesamte Länge. Sie ist richtig schön lang und vom Schnitt her tailliert mit A-Form und könnte man auch super über Kleider tragen. Laut Anleitung, besser gesagt die Originalwolle der Anleitung, ist die Santa Cruz eine organische Merino-Wolle, 100% mit tollem Griff und richtig super geeignet für Zopfmuster. Aber weil ich schon etwas aus Santa Cruz habe, wollte ich mal mit Moonshine stricken. Moonshine ist ein Dochtgarn, ist sehr, sehr weich, ist sehr schön interessant, nicht so stumpf durchgefärbt, sondern mit einer leichten Melierung und mit einem traumhaft schönen Fall. So, mein letztes Lieblingsmodell für heute. Soweit, wenn ihr Fragen habt, wisst ihr im Stream oder eben per E-Mail, könnt ihr uns jederzeit fragen. Die Links zu den Anleitungen und den Wollen packe ich in die Beschreibung. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.